Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Furious Let's Plays mit Biss, mit The Bard's Tale. Ja, wir hatten ja die letzten Male so ein bisschen Probleme mit dem Controller. Ich hoffe mal, ja, ich weiß, woran es liegt. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt mit der Zeit ein bisschen bessert. Ansonsten, ich werde die Stellen einfach knallhart rausschneiden und einfach weitermachen. Muss ich ja gucken, wie sich das dann alles so fügt letzten Endes. Es liegt an iOS, es ist ein bekanntes Bluetooth-Connection-Problem. Hat vor allem auch mit hier mit Apple CarPlay auch schon Probleme gegeben. Und ich denke mal, dadurch, dass da auch die Autoindustrie dahinter hängt, wird Apple hoffentlich so im nächsten Update dann einen Patch hinterher schicken, der das Ganze dann fixt. Bis dahin müssen wir hoffen und beten. Und vielleicht kommen wir durch den Gebirgspass hier einigermaßen ohne Controller durch. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn irgendwelche blöden Jump Cuts kommen oder sonst irgendwas. Dann hat der Controller wieder gesponnen. Also, fangen wir an. Noch geht er. Toi, toi, toi. Viel Spaß. Also, wir sind im Gebirgspass. Ich bin noch ein bisschen krank, vielleicht hört das, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Aber es wird alles nicht so optimal. Wir kriegen das zusammen hin. Alles klar. So, dann gucken wir mal, wo geht's denn lang? Friere ich? Ich friere. Ah, sehr schön. So, wo müssen wir hin? Lass mal ein bisschen umgucken. Geht auch auf dem Eis ein bisschen komisch. Ja, wer bist denn du? Ja, X wird mal. Willkommen in meinem bescheidenen Lager, werter Herr. Könnte ich euch vielleicht für ein Schwert begeistern? Dieses besondere Schwert wurde einst vom großen Helden Peridur geschwungen, als... Stopp! Ihr scheint euch bei dieser Kälte gar nicht den Hintern abzufrieren. Was ist euer Geheimnis? Ah, ihr seid ein aufmerksamer Mann, wie ich sehe. Dieser Trank ermöglicht mir und meinem Hintern, alle Unannehmlichkeiten der Kälte zu ignorieren. Gib. Nun, mein warmsteißiger Freund, dann wollen wir mal einen zusammen heben und unsere neue Freundschaft feiern. Aber wärt ihr auch mein Freund, wenn ich nicht etwas hätte, das ihr dringend braucht? Na klar. Ich sehe, seid ihr ein Mann, der mit dem Kopf denkt. Ich verneige mich vor eurer Weisheit und hoffe, dass ihr euren Trank mit einem bedürftigen Reisekameraden teilt. Schon gut. Ihr scheint mir eine freundliche Seele zu sein. Nehmt ruhig einen großzügigen Schluck von meinem magischen Trank auf Kosten des Hauses. Na? Ah. Magisch und schmackhaft. Ja, und potenziell tödlich, nicht zu vergessen. Das solltet ihr vielleicht als Warnhinweis aufs Etikett schreiben. Ich bin Gauer, und ihr seid mir direkt in die Falle gegangen. Lasst uns jetzt über den wahren Preis dieses Tranks reden. Der alte Trick mit dem falschen Trödler. Meine Mutter hat immer gesagt, such dir deine Saufkumpane sorgfältig aus. Da ihr aus meinem Krug getrunken habt, steht ihr unter Gesa. Wenn dieser Fluch nicht gebrochen wird, bleibt ihr für immer ein Gefangener dieser Gebirgsöde. Solange mein Hintern warm ist. In diesen Bergen liegt das Schwert Khazgar, das mein Schicksal sein soll. Ihr werdet mir dieses Schwert bringen. Erst dann wird der Fluch aufgehoben und ihr seid frei. Oder für Laien verständlich, ihr bringt es mir oder ihr sterbt auf diesem Berg. Da war der Barde endlich einmal vollkommen sprachlos. Zum Erstaunen und Entzücken aller. Nee. So. Das treibt ja die Geschichte so einigermaßen schon in eine Richtung, was? Das muss der Eingang zu diesen Gräbern sein, die der liebe dahingeschiedene Bove erwähnt hat. Ziemlich frostiger Empfang. Hier werde ich wohl so bald nicht durchkommen. Was für Kamerafahrt, ne? Was ist denn, Roxy? Was ist denn? Was ist denn? Was hast du denn? Das hast du fein gemacht. Ah, du hast gefunden, schau. Bravo, Roxy. Kleinen Moment. Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin ein bisschen... Hoppala. Krank. Ja, das ist ja schon mal eine nette Begrüßung hier. Wölfe.
Ja, die haben sich jetzt. Mal süßen. Was war denn? Was heißt? Was ist? Ja. Ja, fein. Ja, guter Hund. Feini. Ich speichere nochmal kurz. Ihr wisst meine Paranoia bei dem Spiel. Speichern ist. Dieses Spiel besteht nur aus Speichern. Übrigens immer noch die altbewährte Gruppenkombi hier. Mit der Assassinen. Dem Beschützer. Und der ollen Truller. Nicht schnell genug. Was schieße ich denn? Es scheint mir so ein bisschen, dass das Gebiet tatsächlich für unser Level jetzt endlich mal ausgelegt ist. Also wir kommen ja hier relativ flüssig durch. Ne? Hallo? Das sieht doch super aus. Sind zwar wieder Unmengen an Viechern hier, aber. Na süß. Was war denn? Hast du was gefunden? Na? Ich weiß nicht, ob ich jedes Mal anhalten soll, wenn der mir hier jetzt irgendwie Knochen ausputtelt. Ich weiß wirklich nicht, warum ich mir nicht schon früher einen Hund angeschafft habe. Das sage ich immer. Ohne Scheiß. Ich meine, es gibt so Leute, die sind so mehr so Katzenmenschen. Dann gibt es Leute, die sind mehr so Hundemenschen. Ich bin halt beides. Ich habe zwei Katzen. Ich habe einen Kater und eine Kätzin. Das ist quasi. Und einen Hund, ne? Den furiosen Hund hinterher. Und ich kann es jedem nur ans Herz legen, wenn er die Zeit, den Platz und auch die Muße hat, um den Hund großzuziehen und kommt mit dem alt zu werden. Mann. Meine Hunde werden ja nicht so alt wie wir, aber die begleiten einem doch dann ein gutes Stück durchs Leben. Legt euch einen Hund zu, ohne Scheiß. Hunde sind so eine... Das klingt jetzt menschlich. Aha. Hunde sind so eine Bereicherung. Der ist ja gut jetzt. Hör auf jetzt. Ja, das läuft doch. Ich habe mir den Hund ja mit Frau Furiosa zusammen angelegt. Die hatte ja vorher schon einen Hund, der dann leider gestorben ist. Ich muss wirklich sagen, leider, weil es war auch ein toller Hund. Wir haben uns dann relativ früh wieder für einen neuen Hund entschieden und mit der Momo, dem furiosen Hund, war das eine der besten Entscheidungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Guter Hund. Brave Roxy. Ah, ich bin wirklich ein bisschen krank. Ich hoffe, meine Stimme hält. Ja, ist ja gut jetzt. Na, also, jetzt reicht's mal. Da bin ich einfach mehr Zug drauf hier. Na? Nichts? Nee. Na doch. Na doch, Geld, aber hat aber gar nicht angezeigt. Komisch. Okay, sonst, das war's. Das war jetzt echt nur wegen diesem einen blöden... Oh. Naja. Was soll's.
packe ich eben Holz. Weg. Ah. Okay, Roxy. Hallo, was haben wir denn hier? Eine Falle. Eine Truhe. Nein. Ganz allein, mitten im Nirgendwo. Das kann nur eine Falle sein. Auf einen so offensichtlichen Trick falle ich ganz bestimmt nicht rein. Ach, was soll's. Nein, wir. Das sehe ich doch da. Das sehe ich doch da schon, dass da. Na gut. Guck, 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 guck! Das war wirklich zu einfach. Verdammt, ich falle aber auch immer wieder auf sowas rein. Ich wusste, dass das eine Falle war. Ihr seid also derjenige, der uns so viel Ärger macht. Um ehrlich zu sein, ich bin etwas überrascht. Ich hatte eigentlich mit jemand Eindrucksvollerem gerechnet. Da wären wir schon zu zweit. Euch hat niemand gefragt. Da euer Schicksal in meiner Hand liegt, brauche ich wohl nicht gefragt zu werden. Oder was meint ihr? Nein, ich sprach mit... Ach, vergesst es. Wenn ihr mit eurem Schöpfer sprecht, dann solltet ihr vielleicht erwähnen, dass ihr ihn sehr bald sehen werdet. Macht's gut. Ja. Und du? Kann ich das jetzt irgendwie beeinflussen? Ich wechsle mal. Da ist Zeug. Ja, ist klar. Ja, ich kann auf jeden Fall schon auf die Viecher schießen. Das ist sehr gut. Blut, Blut. Entschuldigung. Muss man aufpassen, dass man runterfällt? Dass man nicht runterfällt? Sehr gut. Ja, das ging doch. Ich heile. Jetzt kann ich nur irgendwie da nicht rüber. Kommen wir da später hin. Hoffentlich. Irgendwie. Gucken wir mal. Ah, Wölfe! Oh, lass das. Kümmert euch doch mal bitte um den Wolf. Danke. Hallo? Das ging schnell. Nicht jagen. Was ist das? Schneekugel von Newton. Ja, das passt ja super hier. Oh Gott, das wird eigentlich. Ach, das sind sie diese. Ah, okay, alles klar. Wir steigen mal um. So. Los geht's, Leute. Das ist angerichtet.
Ihr könnt mich nicht treffen. Wen? Was? Troller, heil doch mal bitte den Beschützer. Wir haben übrigens ein neues Lied, ne? Oh, wer ist denn er hier? Was macht er? Was macht der? Ich könnte jetzt raten. Wahrscheinlich ist das sowas wie ein Angriff. Ich hab da echt keine Ahnung mehr. Komisch. Hallo? Da. So abgefahren, wie die sich halt echt nahezu alleine um den ganzen Scheiß kümmern. War da nicht noch einer? Nee, okay. Das ist schon, also. Wir rumpeln da relativ geschmeidig durch, würde ich sagen. So, was haben wir hier? Die nächste Eisscholle? Ja, aber klar. Um das Floß. Wir müssen uns mal über die Definition von Floßen. Flößen unterhalten. So, hallo Wolf. Ich sitze im Schlauchboot und muss mich beeilen, das Boot geht gleich unter. Und nicht dann unten, dann küsse ich die Nixen. Ist immer noch besser als oben zu la 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 la. La 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 la. Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Des Baden Ruf hab vernommen. Ihr seht, es gibt auch anderes Zeug. So schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist. Dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan. Gebracht hat es nichts, nur ein wenig spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskalten habt, dann gebührt euch Respekt. Und das ist ein Fakt. Und vielen Dank. Es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.